Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Let's Play Bioshock Infinite. Und wir sind leider nicht genau da, wo wir es letztes Mal aufgehört haben, sondern wir müssen jetzt nochmal diese Achterbahnfahrt machen hier. Oh yeah. Komm, wir machen eine Attacke auf den jetzt, schnell. So sieht es nämlich aus, mein Freundchen. Bam! Oh, haben wir dem gerade den Arm abgeschlagen? Was haben wir denn hier alles? Da ist irgendwas. Ein paar Silberigel. Ne, von dem wollen wir nichts. Aber wir machen uns mal ein bisschen betrunken. Oh! Hier steht eine Schildinfusion. Ich glaube, wir machen mal eine Salzkapazität. Perfekt. Ja, perfekt. Würde ich auch sagen. Ne, da können wir nichts mehr rausholen. Ist hier sonst noch irgendwo was, was man sich holen könnte? Hier vielleicht? Ein Silberigel. Ja, den nehmen wir nochmal mit. Und dann geht's weiter. Jeha! So schnell, mein Freund, hier kannst du nämlich gehen. Ist hier noch einer? Nee. Erstmal hier nehmen. Ah, wir haben volle Salze, alles klar, brauchen wir sie doch nicht. Hier vielleicht, was haben wir hier? Ein Audiolog, dann hören wir uns mal das Audiolog an. Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Da reute ihn, dass er gemacht hatte, den Menschen auf Erden. Regen. 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Wahrscheinlich vieles, ja. Aber egal, wir machen jetzt mal hier den Button. Haben wir gestern auch schon gemacht. Und weiter geht's. Ja. Ich hoffe, dass ich gerade nicht übersteuere. Wahrscheinlich übersteuere ich hart. Übrigens weiß ich jetzt doch, wie man ranzoomt, wie ihr es gerade seht hier, ja? Nämlich macht man das mit der mittleren Maustaste, aber ich finde, das ist eigentlich unnötig. Deswegen, wir spielen einfach so weiter. Man braucht eigentlich gar nicht ranzoomen, finde ich. Finde ich meine persönliche Meinung, ne? Ihr könnt da ja andere Meinung sein. Wenn ihr eine andere Meinung seid, dann... Autsch! Das hat richtig schön gezwirbelt. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Warum ist noch eine Skyline? Wenn ich irgendwie höher raufkäme, käme ich wohl ran. Oh, hier sind noch Fässer, die man ausräumen kann. Ein leeres Fass und noch ein leeres Fass. Da sind noch welche. Noch ein leeres Fass. Okay, jetzt hatten wir gerade diese creepy Hand. Schreibt jemand an. Die ist ganz schön creepy. Können wir da hinten eigentlich hin? Sieht so aus, als wenn man da hinten hin könnte. Na egal. Ah, hier sind aber noch ein paar Fässer. Eine Dose Bohnen, bisschen Gesundheit. Oh, Salz, Bananen hier. Ist klar. Okay, dann geht's jetzt weiter. Gucken wir da mal nochmal da oben. Da müssten wir hin können, oder? Ja, genau. Ja, komm, wir laufen einfach jetzt hier durch. Können doch eh alle nix. Die können alle nix, können die nix. Die können nix. Okay, und müssen wir weiter? Ich glaube, hier kann man durch. Alles klar, der ist tot. Der ist nicht mehr unter den Lebenden. Ja, lieber nicht mit mir anlegen, sag ich mal. Ein Geldbeutel. Upsala, jetzt habe ich gerade sinnlos geschossen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt euch nicht so erschrocken wie wir. So, hier haben wir das letzte Mal aufgehört und dann geht's jetzt weiter. Uhuhu, da ist Columbia. Die Statue der Statuen. Wird da gerade geballert? Auf wen ballern die denn? Trete zurück! Trete zurück! Den Delaware überquertest mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich und gib mir Kraft. Vater Washington, erhöre mich. Was ist denn mit denen los? Was ist denn mit denen los? Jetzt plötzlich ein Anfall an Betenslust, oder was? Wir haben Betenslust. Oh, Prophet. Das ist ja wunderschön jetzt, und? Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wundet nie. Die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel,
Und natürlich Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben? Nee, eigentlich nicht. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Bocker. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Booker? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer, nicht? Es endet immer mit Blutvergießen. Na, nicht immer. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh! Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst! Ich muss jetzt killen. Oh, okay, also kann ich, muss ich aber anscheinend nicht. Alles klar. Na, lassen wir es mal. Das sind ja liebe Menschen eigentlich alles. Die wollen uns zwar töten. Oh, oh. Ach du Scheiße. Komm schon. Okay. Jetzt wird hier richtig, jetzt wird mal richtig gefightet. Alles klar. Aber nicht. Die werden nicht gefightet, weil die sind, die können nix. Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Hier ist eine Steuerung. Das ist aber wahrscheinlich nicht die Steuerung, die wir suchen wollen. Das ist die Steuerung, die wir suchen wollen. Was ist das da? Kann man hier noch irgendwas klauen? Boah, ich bin gerade nur 30 Frames, das ist voll ungewohnt. Ich brauche, wie gesagt, leid, aber das Spiel lässt gerade nicht mehr zu. Das ist ein echt belastendes Spiel für den Computer, obwohl ich einen relativ guten Computer habe. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Oh, das ist gar nicht gut jetzt. Ja, ich weiß, es ist nicht angenehm, mein Freundchen. Komm schon, komm schon, komm schon! Ah, fail. Oh, yeah. Alter Schwede. Oh, fahren wir gerade überhaupt lang? Okay, das wird jetzt wahrscheinlich abstürzen, das Ding. Oh, Leute, ich glaube, wir müssen dahin. Okay. Okay, das Ding ist, das ist, ja, ich würde mal sagen, das ist weg. Diese Geräusche sind auch extrem nett. Angenehme Geräusche, würde ich glatt sagen. Ja, komm, Munition haben wir noch genug. Hier sammeln wir gerade hier ein. Nee, das brauchen wir alles nicht. Ich glaube, wir müssten hier rein. Monument Island. Bereich verlassen und auf nach Monument Island. Ne, Monument Tower. Da ist es. Monument Island. It's wonderful. Möchte bloß wissen, wieso man sich hier entsperrt. Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Aber hier kommen wir ja scheinbar nicht durch. Da können wir durch. Oder? Also hier würde ich jetzt einfach durchgehen. Scheinbar doch nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe. Ah. Alles klar. Das war ja doch ganz schön einfach. Aber man muss halt immer mal ein bisschen nur rumgucken, ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist, ups, die Tür ist selber aufgegangen. Hallöchen? Hallo? Hallo? Oh.
Holen wir uns mal das Voxophon an. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Ist ja super. Klingt ja ganz toll, ne, was da oben ist. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Aber was ich auf jeden Fall jetzt erstmal vorher kurz machen möchte, ich möchte gerne mal in der Steuerung nachgucken, wie ich das Menü auswählen kann. Weil ich bin mir da immer nicht sicher. Ich weiß, dass es irgendwie gehen muss, aber Kraftmenü ist auf Q. Ah, da recht. Okay. Okay. Alles klar. Auf Q ist das Kraftmenü. Ja, da kann ich zwischen zwei Kräften wechseln. Okay, jetzt wechsle ich dazwischen nochmal. Alles klar, dann wechsle ich mal zwischen den beiden hier. Aber ich fand die Feuerkraft ein bisschen besser als diese komische Kraft mit dem... mit den Vögeln, mit den Raben. Aua. Will nicht nur eine Funken abbekommen? Wo müssen wir denn hier lang? Da. Age 1, Age 2, Age 5, Age 17. Age 11 meine ich. Und dann Age 17. Okay. Alles klar. Was ist das? Kriegen wir jetzt gleich unsere Blitze? Es gibt doch auch noch so Blitze, oder? Oh, ich hab irgendwie ein bisschen Angst, hier durchzugehen. Wozu die wohl gut sind? Hm. Nochmal, komm. Aha. Verstehst zwar nicht ganz, aber da scheint sich immer irgendwie die Farbe zu ändern. Ich gehe jetzt einfach mal durch, komm. Versteht schon nichts. War mal Lack. Hoppala, dass nichts passiert. Das habe ich außerdem geschossen. Kommt auch mal vor. Na doch, machen wir das Radio mal an. Das entspannt mich ein bisschen. Ein Schokoriegel war da drin. Salz. Was wird da drauf denn abgespielt? Investigating Hearts. Ist das Elizabeth vielleicht? Der man schon so viel gehört hat? Ich bin mir nicht sicher. Es könnte gut sein. Wir gucken mal kurz, wo wir hin müssen im Benaff-Punkt. Okay, wir müssen... Hallo? Die beobachten Sie. Wir müssen da lang, aber wir könnten nochmal hier rein. Okay. Das scheint hier so ein Ort zu sein, an dem man nicht gerne ist. Hey, Mr. Thompson, Sir, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherungen. Dann was machen die mit ihr? Ich kann nicht. Oh Gott, da passiert irgendwas, was? Okay. Das hört sich doch auf jeden Fall safe an, ne? Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere.
Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, Elizabeth, nicht ja. Ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Okay. Na, die scheinen ja echt kranke Sachen durchzumachen. Kleiner Raum. Da müssen wir hin. Ich hoffe, die will uns nicht direkt töten. Könnte ich mir aber vorstellen, weil sie natürlich... Okay, was gibt's hier alles? Ich will eigentlich, glaube ich, gar nicht wissen, was dahinter ist. Ach, doch, da. Da ist Elizabeth. Es ist sie. Okay. Alles klar. Da hätten wir ein gut verstecktes Popcorn und Salz. Okay, waren wir hier nicht gerade schon? Oder sind es immer solche Übergänge? Door must remain closed. Okay. Jetzt ist sie hier. Oh! Was ist? Das ist natürlich ganz schön creepy. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber das scheint eine Frau mit Karma zu sein. Dieser Job wird immer mieser. Das wird er in der Tat. Jetzt habe ich übrigens... Okay. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt. Wollen wir sie befreien oder so? Ich würde ja sagen, wir sollten sie befreien. Alles klar. Heilige Scheiße. Okay, ich schaff das. Ja, ist doch alles sicher hier. Aber wir sind jetzt oben auf dieser Statue. Alles klar, haben wir geschafft. So schwer war das auch gar nicht, Booker. Mr. Witt, ich bin dein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Sind Sie echt? Ziemlich echt sogar. Kommt, Sie müssen gehen. Warum? Er darf Sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie bist du damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll... Geben Sie das her. Okay.
So kommen wir raus. Na, ich nicht. Dankeschön. Doch, jetzt. Da kommt bestimmt gleich irgendwas und zieht mich zurück. Ne, doch nicht. Upsala. Er passt auf, dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Au, 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 au. Wer sind Sie? Was so viel Zeug, was am Himmel fällt. Ja, ist ja gut jetzt. Hier, komm. Meine Fresse. Hier lang, kommen Sie. Lauf, lauf, lauf. Schneller. Boah. Da wurden wir gerade aber ganz schön... Alter Schwede, was ist das denn? Schnell! Wieso kann ich da nicht rennen? Jetzt kann ich rennen. Hol den Aufzug! Wieso? Was ist das? Drück den Knopf! Okay. Was ist denn hier los? Die haben mich beobachtet? Ja. Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Ja. Was ist denn? Alter, was ist das denn für ein Ding? Ich weiß nicht, ob es jetzt richtig war, da drauf zu schießen oder nicht, aber... Sei vorsichtig, Elisabeth. Woher kennen Sie meinen Namen? Nicht jetzt. Hier oben ist eine Tür. Okay, das ist jetzt aber richtig. Weg da, lass mich mal. Wohin? Rauf! Wir sollen rauf? Naja, das ist ja eine ganz tolle Idee jetzt. Immer weiter hoch. Und hier rutscht man doch bestimmt nicht drauf aus. Stell mal, falls rutscht man aus, fällt er unter tot. Geh vorbei. Alles klar, los geht's. Ja! Alter Schwede, was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Ja, der Hammer. Oh, die Statue ist, glaube ich, kaputt. Nix gut. Oh, shit. Das geht ganz schön schnell. Alter Falter. Was ist das für ein Ding? Sieht aus wie so ein Phönix, bloß ohne Feuer. Oh, shit. Hä? Alter Schwede. Ah, unter Wasser hält er es nicht. What the fuck? Kann ich dazu nur sagen? WTF? Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Was? Sind Sie da drin, DeWitt? Anna! Anna! Okay, das ist ganz schön creepy stuff. Was passiert da gerade? Verwirrend. Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elisabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Geh nur, ich muss...
Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wo ist sie? Wo zum Teufel sind wir? Haben Sie eine junge Frau gesehen? Wollen Sie mir etwas andrehen? Ich habe nämlich kein Interesse. Nicht hier. Alles klar. Hey, halt! Ich suche eine junge Frau. Weiße Bluse, blauer Rock, braune Haare. Blaue Augen. Sehr netter Mann. Hey, ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Ist ein witziger Junge. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Ich würde allgemein mal gerade interessieren, wo wir hier sind. Also ich würde sagen, wir müssen zur... Da ist sie doch, da ist sie doch. Da, ich habe sie ja gerade schon gesehen. Guck mal da. Hey, Kleine. Kleine. Hey, Kleine. Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wäre es mit Paris? Paris? Wie... Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Alles klar. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. So sieht das nämlich aus. Riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Ich kann mir durchaus vorstellen. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Ja. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Sehr gerne sogar. Oh, dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Mr. DeWitt, hier. Essen. Oder den Käfig. Oder vielleicht den Vogel. Nee. Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie... Schon gut. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser, der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, wir nehmen den Vogel. Den rechten. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott. Mein Gott. Bestimmt. Ich verstehe das nicht. Sehen Sie. Alles in Ordnung. Das ist die Statue. Gleich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Die Los. Statue, die brennt. Die brennende Statue Columbia. Songbird, als es passiert ist. Können wir hier rein? Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Was mich interessiert ist... Gucken wir noch, ob hier irgendwas ist. Hier ist nichts, ne. Still stehen. Halten Sie still. Kann man sich hier noch irgendwas wegsnacken? Ich, nee. Ich weiß schon was. Kommen Sie. Wir gehen einfach hier hinten lang. Hey, Pulle! Sieh dir den an! Der ist verdächtig, wenn du mich fragst. Ah, das Ding ist versperrt. Okay. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Ach, das war's da mit dem Schloss. Du hast gelernt, Schlösser zu knacken. Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Munition fürs Maschinengewehr. Okay, Salz. Silver Eagle, wir rüsten uns hier erstmal aus. Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Okay, du kannst ruhig in meiner Gegenwart reden.
Ich hab nichts. Hey, ich hab diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für ihre Gesundheit. Gesundheitskit. 36, nee, 80%. Ja, wir machen mal 80% Gesundheitskit, wa? Ist vermutlich eine gute Idee. Okay. Kann ich mir das jetzt bitte kaufen? Oder kann ich mir noch nicht kaufen? Okay. Kauf was. Habe ich jetzt gekauft? Hallo? Voll? Ja, dann halt nicht, ne? Dann bin ich jetzt eben fertig, so. Salze und Soda, die es bringen. Eine Pulle. Hey, Mister, wir wollen Ihnen helfen. Warte mal kurz, was steht da? Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur 4 Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen, je ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst die Ausrüstung im Spielmenü verwalten, ja, aber die Frage ist doch, wo ist das Spielmenü bitte? Neuhemd, Scharfrichter. 60%ige Chance auf kritischen Nahkampftreffer wegen taumelnden Gegnern, Opfer nehmen, Gegnerschaden. Okay, ja, rüsten wir mal aus. Kennen wir uns? Da bei der Verlosung vorhin. Ohne sie wären wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie sie kommt. Auf jeden Fall. Ja, lecker hier. Einmal überall bitte kräftig spülen. Boah, eine Pulle rum vom Klo würde ich ja nicht trinken, ne? Aber eben das Seine, wa? Uah. Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Okay. Das ist wahrscheinlich die Frauentoilette, wa? Alles klar. Ja, wo sind die denn jetzt hin? Ah, da stehen sie ja. Na, viel Spaß euch zwei dann noch, wa? Ja, ja. Leer. Oh, guck mal, das Geld. Mein Geld. Aber ich bin auch echt schlimm, ne? Ich lasse mich vom Geld leiten. Das ist schon. Sir, wissen Sie zufällig, wie spät es ist? Hey! Flawless Flintlock! Die neueste Ausgabe der Serie. Das Erscheinen wurde 3-mal verschoben. Na gut, komm. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Sehr ein tolles Schauspiel. Lassen Sie sich mit unserem Landesvater fotografieren. Er hat den Kirschbaum gefällt. Er hat den Alles klar. Gefährt. Auf Knien hat er das Schwert des Engels Columbia empfangen. Das bezweifle ich irgendwie. Und wir gucken mal nochmal, was es hier hinten gibt. Warum gibt es eine Toilette für Farbige und eine für Weiße? Ist eben so. Das macht's doch nur unnötig kompliziert. Ja, und die hier für die Weißen ist dann natürlich. Dass wir verhaftet werden? Dann natürlich ganz toll. Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich mit da reinkomme. Nein, nein. Kein Ding. Mach das schon. Als Junge hatte ich einen Hund namens Bill. Und wie alle Hunde war Bill ein loyaler Freund. Hätten wir ihn nicht gefüttert, Bill wäre loyal gewesen. Hätten wir ihn geprügelt, Bill wäre loyal gewesen. Erst wenn der Farbige dies von sich behaupten kann, wird er seinen Platz in der Gesellschaft finden. Ja, tut mir leid, ich muss gerade einen Schluck trinken. Ja, und wir sind auch, glaube ich, schon am Ende der Folge. Und wir sehen dann, was da hinten ist. In der nächsten Folge, wenn das Licht angeht. Bis dahin und tschüss.